Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist eine französische Box mal wieder bei mir eingetroffen und zwar die My Little Box. Und zwar haben wir jetzt das Motto Polarstern und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die habe ich im Jahresabo, zahle 17,90 € pro Box, beziehungsweise ja auch pro Monat, weil das ist ja eine monatliche Box, also jeden Monat kommt diese Box. Und dieses Mal ist es auch endlich wieder eine Box, was ich cool finde. Hier haben wir drauf verschiedene Menschen, die Schneeengel machen im Schnee, ich liebe es. Wir haben jetzt ja leider keinen Schnee im Winter, wir haben nur Hagel und Gewitter und Sturm. Aber kein Schnee. Naja, aber so bringt uns vielleicht die Box ein bisschen Winter hier mit rein. Und wir haben hier einen Eisbären. Das finde ich auch total niedlich. Ich mag Eisbären, ne? Sieht man nur sehr dezent drauf, aber man sieht ihn doch ein bisschen. Und ich feiere es, dass wir halt wieder eine Box haben. Letztes Mal hatten wir ja keine Box irgendwie, ne? Genau, ich nehme den Deckel mal ab, so schaut der Deckel aus. Wow. Okay, die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters. Und das ist ein Zitat von Khalil Gibran oder so. Ja, das liegt hier so auf. Ist halt einfach nur so ein Pappvieh, ne? Und hier haben wir den Blick in die Box und das sieht auch schon mal sehr flauschig aus. Oh mein Gott. Okay, ich nehme mal das Flauschige raus. Was in dieser, in der My Little Box übrigens sowohl Beauty-Produkte als auch Lifestyle-Produkte. Ich glaube, das ist immer so 3 Lifestyle-Produkte und 2 Beauty-Produkte oder umgekehrt. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe die noch nicht so lange im Abo. Als erstes haben wir Muffles oder Muffle de Compé. Okay, von My Little Box. Also das sind Fäustlinge, Wettkampffäustlinge. Die neue Schneeballformmaschine. Ja, geil. Oh, schön fest soll er sein, aber bitte nicht zu fest. Größe optimal. Die Wurfbahn perfekt berechnet. Jetzt hältst du den perfekten Schneeball in den Händen. Deine Hände sind kuschelig gewärmt, dein Ziel im Visier. Mit dieser Ausrüstung ist es doch klar, wer am Ende die Schlacht gewinnen wird. Mega cool, ne? Ja, und das ist halt richtig flauschig. Und das scheinen Fäustlinge zu sein. Also Handschuhe, oder? Sollen die auseinander? Ja. Guck mal, die sind flauschig von innen. Das ist ja auch cool, ne? Richtig flauschig von innen. Also ich mag es tatsächlich lieber, wenn ich halt Handschuhe habe, wo ich auch Finger dran habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit Sammy spazieren gehe, dass ich da auch einfach ein bisschen mehr Kontrolle dann habe. Aber, na, jetzt muss ich jetzt hier erstmal drüber. Sie passen, ne? Das finde ich cool. Oh, die sind richtig schön warm von innen. Oh, geil. Also wenn du richtig einen richtig kalten Winter hast, gehen die auf jeden Fall klar. Und damit kannst du natürlich 1A Schneebälle formen. 1A. Yay. Die gefallen mir echt gut. Und von außen sind die auch ganz flauschig, ne? Das ist auch schön. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Material ist. Hast du hier irgendwo ein... Nee. Steht jetzt hier nicht so bei, sonst hast du ja manchmal so Schildchen auch mit drin. Da ist ein Schildchen. Da steht My Little Box und das ist 100% Polyester. Okay, dry clean only, no ironing, made in China. Okay, also Trockenreinigung, okay. Ich habe keine Ahnung, wie man solche Sachen immer reinigt, ne? Ich bin ja immer so ein Fan davon, dass ich quasi sowas ja auch in Waschmaschinen packe, aber ich glaube, das darfst du nicht in der Waschmaschine packen. Das musst du dann wahrscheinlich per Hand waschen oder darfst du es gar nicht waschen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber von innen dieses Material, ne? Flauschi Flausch. Sagt guten Tag, ne? Ach, Mann. Ja, cool. Fäustlinge sind schon mal, oder Handschuhe, ne? Sind schon mal ganz witzig und passen auch zum Thema. Dann habe ich hier von NYX, sehr schön, Eau de Mousse Micellaire. Also ein Micellen-Foam Cleanser with Rose Petals. Oh, geil. Okay. Das ist ein Reinigungsschaum von NYX. Rose finde ich auch super, weil du halt tatsächlich die auch sehr gut für sensible Haut verwenden kannst. Ne? Rosenwasser wirkt, glaube ich, auch irgendwie antibakteriell oder sowas in der Art. Das weiß ich jetzt nicht. Reinigungsmousse mit Micellentechnologie, mit Rosenblütenblättern fürs Gesicht. Reinigt sanft und mit Tiefenwirkung ohne Seife. Auf das angefeuchtete Gesicht auftragen und einmassieren. Mit Wasser ausspülen. Und 89,7% der Inhaltsstoffe sind natürlicher Herkunft und das ist ohne Parabene und das ist cool. Das ist hier halt so ein Pumper, dass der Schaum rauskommt.
rieche jetzt gerade nichts. Ne, mach's mal hier auf. Oh, das riecht aber angenehm. Aber es riecht schon parfümiert. Mhm. Riecht seifig, obwohl es ja ohne Seife sein soll, ne? Das ist interessant. 150 Milliliter haben wir hier enthalten und das wird auf jeden Fall getestet. Ich habe jetzt noch ein anderes Rosentoner. Kann ich das vielleicht sogar als Cleanser? Da muss ich mal gucken. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Dass man das halt auch so kombiniert, dann ist es für die Haut auch weniger irritierend, wenn du weniger unterschiedliche Geschichten hast. Weiß ich nicht. Aber finde ich ganz cool. Ich würde am liebsten... Ja. Ich möchte den Schaum sehen. Den machen wir uns doch mal drauf, ne? Huch. Wow. Guck mal. Das ist ein schöner Schaum. Ja, und jetzt riecht er auch. Aber riecht schön nach Rose. Ich mag das. Oh, der Duft gefällt mir richtig gut, ja. Ganz sanft auf der Haut. Also das ist ha, angenehm. Doch, ne? Das wird noch eingehend getestet. Ja. Das ist auf Französisch, das kann ich nicht lesen. Kabelschutz vom Nordpol. Der Kabelbär Ursus Philarus ist ein großes kabelfressendes Säugetier aus den arktischen Regionen. Es klebt an Kabeln und wickelt sie in sein dickes Fell. Um sie vor kabelknickenden Wind- und Schneestürmen zu schützen. Hä? Oh, ich liebe solche Beschreibungen, aber ich habe keine Ahnung, was da drin sein soll. Ursus Philarus. Hä? Was ist das denn? Okay, das ist tatsächlich ein, ne? Kabelfressender Bär? So schaut er aus. Und da steckt man dann wahrscheinlich das Kabel durch. Man kann den so aufklappen irgendwie, aber nur so ein bisschen am Bauch, ne? Weil das halt so ein bisschen eingerissen ist. Kannst du es ein bisschen hier aufklappen? Ich weiß nicht. Da muss man wahrscheinlich, die Kopfhörer kann man da wahrscheinlich durchschieben. Aber was soll das bringen? Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der halt ständig so unterwegs Musik hört. Vielleicht macht das da einfach durchaus Sinn, aber... Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, Leute. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ursus Philarus, hallo? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Okay, ja, als letztes haben wir hier ein Säckchen drin. Und das ist halt von My Little Box, ein entsprechendes Säckchen. Diese Säckchen sind auch schön, die kannst du weiterverwenden. Es hat wunderschöne hellblaue Herzchen mit drauf. Und da sind noch zwei weitere Beauty-Produkte drin. Da ist noch mehr überhaupt in der Box. NYX Creme Prodigieuse, eine Multi-Correction Gel Cream. Das ist diese hier. Die hatte ich auch mal irgendwo, ich glaube sogar in der Zeitschrift oder so mit dabei. Weiß ich gerade nicht. Kommt mir gerade sehr bekannt vor. Multi-korrigierende Gel Creme, normale bis Mischhaut. Also tatsächlich fürs Gesicht. Okay. Ja, mehr steht da auch nicht mit bei. 15 Milliliter sind hier enthalten. Du sollst es morgens auf das Gesicht, das Hals- und Dekolleté-Gedöns machen. Korrigiert dann irgendwas. Cool, ja. Oh, die riecht auch nach irgendwie nach Creme. Ist so weiß? Ist parfümiert irgendwie, ne? Na, muss ich mal gucken. Das vorletzte Produkt, was ich hier habe, ist von der My Little Beauty Eigenmarke, My Little Beauty. Sleep Mode Bon de Nuit Relaxant, also das scheint ein Nachtbalsam zu sein. Chamomile Lavande and Dreams. Kamillenwasser und ätherisches Lavendelöl beruhigen deine Haut mit ihren antioxidativen Eigenschaften. Auf die Kissen, fertig, los. Okay. Das ist eine Nachtcreme einfach, würde ich jetzt sagen. Oh, das sieht aber schön aus. Ich mag sowas. Oh, das riecht sehr angenehm. Hat was Peachiges irgendwie, aber das ist nicht mit Peach, mit Kamille ist das. Und ätherischem Lavendelöl, ja. Das muss getestet werden. Sieht richtig gut aus. Okay, dann habe ich hier das letzte Produkt. Und zwar My Little Box Petite Stalactite. Ein kleiner Stalaktit. Deine Ringe sind in Sicherheit. Lieblingsringe erschwinden schnell, wenn du sie einfach liegen lässt. Ich glaube, die haben da Buchstaben vergessen. Lass die Sucherei und schieb sie einfach auf deinen neuen Schatzhüter aus dem ewigen Eis. Ist das so ein Ringhalter oder was bist du? Dann hätten wir in dem Sinne ja dieses Mal drei Beauty-Produkte und drei Nicht-Beauty-Produkte, also
sind das mal eingepackt in Luftpolsterfolie. Und 3 Lifestyle-Artikel und die Tasche. Ach, cool. Okay, ja, das ist praktisch. Ich nehme ja jeden Abend die Ringe ab und dann kann ich die theoretisch da einfach drauf machen. Das ist schön. Leute, das gefällt mir. So simpel und doch so geil, oder? Das finde ich... Das war ein Ring. Das feiere ich. Das ist einfach nur so ein Bümpel. Aber hübsch. Den stelle ich mir ins Badezimmer. Das finde ich cool. Leute, also das waren coole Produkte hier in der Box. Ich kann dir jetzt nicht einblenden, was die Box an sich wert ist, aber ich kann dir die Produkte einblenden, also die Preise von den Beauty-Produkten, ne? Coole Produkte, ganz schön groß und ganz schön prall gefüllt. Hat mir richtig gut gefallen. Wenn du auch Bock drauf hast, dir vielleicht diese Box zu abonnieren, anzuschauen, wie auch immer, dann kannst du gerne hier meinen Gutscheincode verwenden oder auch den Link in der Infobox, den ich dir reinsetze. Dann kriegst du die ein bisschen günstiger. Ich glaube, 3 Euro ist es dann quasi als Rabatt. Ihr Lieben, das war die Box. Und wenn sie dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise, wenn dir das Video gefallen hat, weil für die Box kann ich ja nichts, ne? Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!